Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect. Oh, ich mach mal hier Play, damit die ganzen Blinkerchen weggehen, wa? So, ich habe einen kleinen Bug entdeckt, und zwar ist der Bug, quasi immer, wenn man das Spiel neu lädt, verschwinden die ganzen Zeitplanstationierungen, wie man hier sieht. Also sprich hier, wa, sind überall keine Stationierungen mehr, so wie ich es ursprünglich mal gemacht hatte. Deshalb muss man das immer wieder neu machen. Ich werde das hier einfach jetzt nochmal machen. Den Zeitplan habe ich jetzt nochmal kurz umgestellt. Und zwar stehen die jetzt schon um 5 Uhr auf. Und gehen dann duschen. Von daher müssen wir hier ein wenig Veränderungen durchführen. Einmal und zweimal. So, da haben sie Freizeit. 7 Uhr ist Essen. Das ist klar. Da müssen natürlich diverse Leute in die Kantine. So, und dann jetzt an die Arbeit. Arbeit ist ab 9. Ja, das passt auch. Da wollen wir hier innen drin haben. Da wollen wir innen eine Wäscherei haben, in der Putzkammer, im Besucherzimmer von mir aus auch noch. Da unten sind genug Patrouillen. Da brauchen wir eigentlich nicht weiter. So, der Rest müsste klar sein. Dann ist um 1 Essen. Das passt auch. Und dann ist Arbeit wieder um 3. Das passt auch. 6 Uhr ist Essen. Nee, das ist um 7. So, und das letzte Duschen, das habe ich rausgenommen, das machen die sowieso simultan, also von alleine, sag ich jetzt mal. Und daher brauche ich mich da ja nicht drum kümmern. So. Jo. Jo, können wir so lassen. So, und dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert in einem anderen Spiel in Bezug auf Einnahmen, war, weil die Einnahmen sind ja eigentlich so das Wichtigste und das Wichtigste ist eine Werkstatt. Das Problem an der Sache ist, bei der Werkstatt hat man zwei Möglichkeiten, um Geld zu generieren. Und zwar einmal mit diesen komischen Hydraulikpressen, wo man so eine Nummernschilder herstellt. Oder aber mit Tischlerei. Da kann man Betten herstellen. Dafür braucht man aber eine Baumschule. Und natürlich Tischler. Der Weg, um an einen Tischler ranzukommen, also so, dass jemand Tischler wird, ist recht umfangreich. Also die müssen auf jeden Fall erstmal eine Sicherheitsunterweisung machen und dann, also da müssen natürlich auch die Leute bestehen. Die Bestehenschance ist ja nicht bei 100%. Ist ja immer abhängig vom Gefangenen und wenn ein Gefangener die Sicherheitsunterweisung bestanden hat, dann heißt das noch lange nicht, dass der automatisch gleich Tischler werden kann. Selbst da gibt es dann noch eine prozentuale Chance, dass der Tischler machen möchte. So, also ist der Weg zum Tischler, um Betten herzustellen, weitaus länger und umfangreicher. Aber das Geld, was man damit generiert, ist bedeutend mehr. Ergo habe ich mich entschlossen, alles auf Tischler zu gehen, also voll auf Tischler. Dafür werden wir aber natürlich noch diverse Gefangene brauchen. So, dann ist mir noch aufgefallen, warum hier unten kein Wasser ankommt. Immer nochmal Play machen. Ah, hier unten fährt natürlich ein dickes Rohr. Ah, weil das Wasser kommt da nicht bis unten ran. Deshalb müssen wir hier noch ein dickes Rohr ziehen. So. Gut. Und ich habe mich dann nochmal ein bisschen damit beschäftigt, wie diese Nahrungsverteilung ist. Also man kann im Prinzip einfach mal das wegmachen und dann sehen wir die gestrichelte Linie. Das ist im Prinzip so ein automatisches Ding. Funktioniert automatisch auch ganz gut. So, und dann bei der Wäscherei ist im Prinzip das gleiche. Eigentlich hatte ich's. Genau. Kann man auch hier in diese gestrichelte Linie lassen. Dann läuft das ganz automatisch weiter und das läuft vor allen Dingen auch. Und wenn wir hier den zweiten Zeiltrack installieren, dann läuft das auch. So, und dann habe ich mich entschlossen, hier ein Büro wegzumachen. Weil man kann wohl Wäscherei nicht in den Hochsicherheitstrakt von außen irgendwie einführen. So, dass wir hier oben eine kleine Wäscherei einbauen werden. So, machen wir erstmal den Raum weg hier. So, dann sollte ich erstmal demontieren. So. Gut, Wäscherei. Wo haben wir denn die Waschmaschinen? Hier ist eine Waschmaschine.
Machen wir mal zwei Stück. Dann brauchen wir noch ein Bügelbrett. Und die komischen Wagen. Hier. Machen wir mal vier Stück und als Raum Wäscherei. Hier. So, müssen wir irgendwie die alten anschließen, wa? Strom haben wir da oben. Nee, haben wir nicht. Und Water. Water. So. Müssen wir gerade mal meinen Tonleiter machen. So. Gut, dann haben wir dann Wäscherei. Vier Jobs, alles klar. Und wir müssen noch... Aha, gut. Rot ist es schon, wunderbar. Gut. Dann sollte das Wäscheproblem da auch erledigt sein. Ach so. Wo wir gerade schon mal hier sind. Ich werde das Besucherzimmer als allgemeinen Bereich machen, sodass die Roten von hier unten auch da hochgehen können. Weil ich denke nicht, dass wenn die straight hier in den Besucherraum gehen, dass die dann die große Schlägerei hier mitten irgendwo auf dem Weg dahin anfangen. So, wir gucken erstmal schnell. Eigentlich musste ich ja noch eine Razzia machen. Vorsichtshalber. So, Wasserstrom liegt an, wunderbar. Gucken wir mal, ob das mit der Stationierung alles hinhaut. Gut. Wäscheverteilung, jawohl, genau. So, Razzia läuft. So, und dann werde ich mich da mal schnell beschäftigen, die Werkstatt schon mal einzurichten. Und zwar, ein Problem ist, man muss diese Werkstatt, also ich kann euch das ja einfach mal so zeigen. Werkstatt, also auf jeden Fall wird das ganze Ding hier Werkstatt. So, und für eine Werkstatt braucht man halt unbedingt so eine Hydraulikpresse. Das Problem ist, dass diese Hydraulikpresse, ja, die muss man halt drin bauen, sonst hat man keine Werkstatt. Ich werde die hier oben einfach mal hin platzieren. Werde diese aber nicht an den Strom anschließen. So, und dann machen wir hier... Mach ich das vor Schreck. Machen wir mal so. Eins, zwei, drei... Und vier. So, und dann werden wir hier noch ein paar Tischlereitische bauen. Tischlereitische, Tische. Machen wir mal so. Eins. Zwei. Drei. Und da unten würde noch ein vierter passen. Wunderbar. So, und Tische brauchen wir natürlich auch noch. Ja, wir machen erstmal bloß einen. So, Strömlinge brauchen die auch noch. So. Gut, dann können wir in der Logistik natürlich auch noch sagen. Achso, wir müssen natürlich erstmal noch sagen, dass wir hier Jobs haben. Und dann müssen wir bei der Stationierung hier natürlich auch noch einen drinstellen, wa? Dass der zu den Arbeitszeiten auch dort anwesend ist. Also ein Sicherheitsbeamter oder ein Justizvollzugsbeamter. So, dann machen wir hier natürlich die keine Ausrüstung, ist klar. So, gut, dann haben wir das gemacht. Dann braucht man dafür unbedingt, ganz wichtig, eine sogenannte Baumschule. So, ich muss gerade mal gucken, ich muss das hier ein bisschen... Ich werde die hier gleich daneben bauen. Erstmal weg diesen komischen Ding wegmachen, der irritiert mich ein wenig. So, Baumschule, Räume und Baumschule. So, da ist die Wand. So, eins, zwei frei, innen in der Mitte frei, eins, zwei frei und dann jetzt los. Gut. So, was war das? 33 mal 34, haben wir gesagt. Ist mein Standardmaß. So. Ja. Und das werden wir natürlich auch vorsichtshalber einzäunen. Ich sehe hier eigentlich ja nichts, aber das macht nichts. Machen wir mal hier lang.
Jo, das passt natürlich jetzt nicht, aber das ist egal. Machen wir das halt hier eben mal drauf. So. Gut, können wir so lassen. Gut, Baumschule. Dafür brauchen wir natürlich auch noch ein paar Gärtner, weil ich werde mal noch so eins, dass wir 5 Stück am Start haben. So, wenn die den Zaun fertig gebaut haben, kann ich hier die Zäune, die Querzäune rausnehmen. So, das war denn da, wa? Zugang haben. Gut. So, rein theoretisch können wir hier den Zellentrakt auch gleich noch anfangen zu bauen. Weil wir werden ja auch mehr Gefangene brauchen. Damit wir dann auch die möglichst höchste Auslastung in der Werkstatt haben. Weil ohne neuen Gefangenen bleiben wir halt bei, weiß ich, 2 Tischlern oder 1 Tischler, je nachdem, wie viele sich da bereit erklären. Freiwillig, ist ja alles freiwillig, leider diese Programme, man kann niemanden zwingen. Wo das in so einem Knast ja eigentlich schön wäre. ja, dadurch, dass es freiwillig ist, müssen wir halt darauf hoffen, dass sich die Gefangenen bereit zu erklären, entweder als erstes eine Sicherheitsausbildung zu machen und anschließend dann auch eine Tischlereiausbildung. Aber wie gesagt, alles freiwillig. Kann man leider nicht erzwingen. So, ja, hier unseren Trakt bauen wir wie lustig, wie immer. In der üblichen Vorgehensweise. Hier noch Querwände einziehen. Dann habe ich mich noch damit beschäftigt, mal so nebenbei erzählt. Es gibt ja diese, ich sag jetzt mal 3 Kategorien, ne, von Gefangenen. Also niedriges, mittleres und hohes Risiko. Es gibt aber noch zum Beispiel diese ganz extrem, nennt sich Supermax, wa? Das sind die ganz harten Typen, das sind die sogenannten legendären Gefangenen. Die sind besonders hart drauf, die machen sich ja keine Platte. Die muss man dann gegebenenfalls nochmal extra isolieren in den anderen Trakt. Wo nur so eine Typen drin sind. Also das ist im Prinzip nochmal eine Überkategorie zu hohe Sicherheitsstufe. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit der Energieversorgung ist. Okay, das machen wir mal anders. Ich werde mal hier noch ein paar Kondensatoren ranklatschen. Machen wir mal gleich voll. Und dann werde ich hier mal noch die Leitungen anders verlegen. Muss mal so passen, dass ich nicht an den anderen Kondensator da rankomme. So, dann schwenken wir das nämlich auf den rüber. Weil der kann dann da oben den Trakt noch mitversorgen. So, reiten wir mal hier ran mit unseren Kabelchen, hallo? So. Ja, zu den Kategorien. Und dann gibt's noch eine extra Kategorie. Das sind die sogenannten zu Schützenden. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich glaube, im ersten Gefängnis hatten wir das. Ich muss meinen Ton nochmal leiser machen. Wie ihr seht, da oben war, die Bäume werden gerade abgezogen. Wird hier gerade ordentlich gepflanzt. Den Zaun haben sie noch nicht fertig. Gibt es die zu Schützenden? Das sind so eine Gefangenen, die zum Beispiel früher mal Ex-Cop waren. Die sind natürlich in so einem Gefängnis nicht gerne gesehen. Ich hab's mal getestet. Ja, man kriegt nicht so viele, ne? Also ist jetzt nicht so, dass man da einen ganzen Trakt voll kriegt. Weiß ich noch nicht, wie diese Gefangenen handeln werde. Kann ich noch nicht genau sagen. Müssen wir gucken. Jetzt ist da kein Strom, warte mal. Ja, weil sie noch keine Leitung gebaut. Abgerissen haben sie es aber noch nicht gebaut. Macht mal hinne da. Muss ich denen die Tür aufmachen?
Ja, ist klar. Ich muss auf jeden Fall dann noch eine Patrouille einrichten. Die hier so ein bisschen, oder? Wie viele Leute haben wir denn? 56. Okay. Aha, jetzt hat hoffentlich da gebaut. Habe ich jetzt zeitlich ein bisschen ungünstig gelegt, aber naja. Muss ich halt mal ein bisschen mit der Hand da Tür öffnen, Tür zumachen. Wie viel Arbeiter haben wir denn? Muss ich direkt mal gucken. 10er. Könnten wir noch 5 hier brauchen. So. Ich mach jetzt mal die Tür da auf. Uff, das ist mir jetzt zu doof. So. Das ist ja Hauptverkehrsstraße da unten. Die können wir auf Öffnen machen, also auf Dauer öffnen, ist ja noch kein Gefangenentrakt. Haben die da jetzt gebaut, oder? Oh, fehlt eine Ecke. So. So, jetzt haben wir wieder Strom. Wunderbar. Okay. So, da oben sieht's auch ganz gut aus. Da oben, ja, der Teig extra so weggelassen. So, jetzt können wir erstmal nochmal schnell in die Programme gucken. Sicherheit, wo haben wir sie denn? Haben wir ja nicht. Machen wir mal gleich doppelt. Alle Zeiträume blockiert. Ja, da oben schon. Ich habe ja eigene Zeiträume eingestellt. So. Gut, los geht es. Jetzt kriegen die wahrscheinlich zu wenig zu essen, weil, war Strom war ja weg, aber ist egal. Das ist nicht weiter schlimm. Gut, da oben haben sie jetzt alle die Macht, sodass wir da unsere Einrichtung, unseren Zentrakt einrichten können. Wasser darf ich natürlich nicht vergessen, wa? So, gut. Betten stehen. Wasser. Das ziehen wir mal von da oben hoch und legen das hier immer rein. Schuppidupp. So, dann machen wir hier gleich die Verlegung nach da oben. Immer komplett durch, rüber und runter. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. Komplett durch, rüber und nunder. So, hier brauchen wir auch noch Wasser. Zap. Und zap. Und Wasser eben mal rüber hier. Da oben brauchen wir natürlich auch noch Wasser. So. Damit dürfte das erstmal erledigt sein. Dann können wir weiter die Einrichtung machen. Und zwar Klos. So. Gleich geschafft hier, ja. Außer, dass wir noch Zellentüren einbauen müssen, aber naja. So, Duschköpfe brauchen wir natürlich auch noch, um unsere Dusche einzurichten. Gut, Gruppenraum, auch hier, übliche Prozedere.
So, packen wir nochmal Telefonzellen hin, damit die da telefonieren können. Und ein paar Stühle für die Gruppentherapien. Für die Alkoholgruppentherapien, wo ihr merkt. So, Metalldetektor hier oben ran. Und noch ein Servomotor. So. Achso, der braucht ja wieder Strom, wa? Hat er zwar, nee, der linke hat keinen Strom. So, gut. Schon soweit fertig? Sieht gut aus. Dann können wir Zellentüren einbauen. Schüppidu. So. So ein Zellentrakt in der Form ist natürlich immer sehr kostenintensiv. Halt. Deshalb muss man eigentlich auch schon relativ früh mit dieser Werkstatt anfangen, weil man sonst irgendwann sind die Subventionen alle. Und dann hat man eigentlich ja keine Möglichkeit mehr, irgendwie noch Geld zu generieren. Das ist dann so, der Servomotor steht, dann können wir den gleich mal verbinden. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Da oben in der Werkstatt werden wir mal. Oh ja, das ist ganz wichtig. Ja, das ist ja somit das Wichtigste. Natürlich auch so eine, na, Metalldetektoren, jetzt hab ich's. Ich glaube, die werde ich hier auch noch inbauen, oder? Besser, na wohl. Nee, brauchen wir eigentlich nicht, weil die kommen ja aus der Werkstatt und gehen nach oben dann hin. Also das ist nicht unbedingt notwendig. Jetzt, im Moment hier wird es noch nicht. So, verbinden. Einmal und zweimal. So. Ja. So können wir das lassen. Dann können wir die Tür wieder auf normal stellen. Und dann haben wir hier unsere Zellen eingerichtet. Dusche, blub, 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 ja. Dann können wir die Räume ausweisen. So. Zelle. Und die Isozellen natürlich auch noch. Und der Duschraum. Gruppenraum noch, ne? Ja. Hier. So. Da haben wir alles. Jetzt müssen wir der ganzen Sache natürlich noch sagen, dass das hier alles war. Orange ist. So, auch ja, keine anderen Leute drin kommen. Und natürlich müssen wir hier noch eine Patrouille einrichten. So. Patrouilliert die hier auch ständig? Jawohl. Gut. Nochmal alles kontrollieren, wunderbar. So, und jetzt kann ich euch das mit der Wäscherei mal zeigen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, warum jetzt hier oben mal ne, so viele Linien sind, kann ich euch nicht sagen. Wage jetzt mal zu behaupten, war ist ein Bug. Das gleiche gilt bei der Nahrungsversorgung natürlich auch. So, theoretisch. Sicherheitsunterweisung ist klar. Da wäre auch noch glatt einer interessiert. Aha. Wie viel haben wir denn da? Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja, passt schon. So, und um die ganze Sache noch abzuschließen, werden wir unseren Klassenraum noch erweitern. Mit dem war ich auch ein bisschen unglücklich, muss ich sagen. Hat mir nicht so gefallen, dass ich den dahin gebaut habe. Also er bleibt auf jeden Fall da, wo er jetzt ist. Aber ich werde ihn noch ein bisschen anders. Ein wenig anders arrangieren, sagen wir mal.
So, und zwar einfach muss die Wand hier runter. Zap. Dup, 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 dup. Wo ist er? Klassenraum. Ach ja. Wieso haben die da jetzt die Wand stehen lassen? Mach mal weg. So. So, und dann wird das hier nämlich alles komplett Klassenraum. Zap. Und dann kriegen wir unsere 20 Pulte da auch zusammen. Die war ja für die komische Subvention machen sollen. So. Gut, haben wir das auch erledigt. Wunderbar. Gefällt mir. Sehr fein. Dann können wir unser Gefängnis jetzt eigentlich mal, oder zumindest mal gucken, wie viele Gefangene wir kriegen würden. 25. Na, das passt doch. Kapazität haben wir jetzt, mittlere Sicherung 72 und 17 Gefangene haben wir. Hohe haben wir 4 und 18 als Kapazität. Das ist in Ordnung, würde ich mal sagen. So, ja, dann haben wir eine Menge gebaut, muss ich sagen. Ah, was ist denn hier? Ach so, ja, das wollte ich ja noch schnell machen. Ich hoffe, der Zaun steht jetzt hier auch komplett. Ja, das passt alles. Das passt hier auch. Wunderbar. Da oben brauche ich ja nicht aufmachen, wa? Eigentlich reicht der eine Weg. Denk ich mal. Ja. Das lassen wir so. Können die da aufmachen? Doch glatt die Gärtner eingesperrt. So, ja, was schöne Baumschule war, die werden wir auch brauchen. Das ist, und wenn Baum gepflanzt wird, werden immer 100 Euros abgezogen. So, Stündchen haben wir noch, bis die neuen Gefangenen kommen. Ja, 100 Euro werden abgezogen und da, ich habe mir doch mal eine Rechnung im Internet durchgelesen, was ein Baum umgerechnet in ein Bett, also wie viel Profit man macht. Ich glaube, das waren 1100 Euro Profit pro Baum. Das ist war optimal. Wie gesagt, das kann man mit diesen komischen Blechen da ja nicht erreichen. So, gut, während unsere Gefangenen, wir kontrollieren mal kurz, ob die Supply alles hinhaut. Das haut hin. Und hier unten haut das auch alles hin. Ja. Gut. Essenversorgung steht. Wäscheversorgung steht. Wäscheversorgung steht. Und wir gucken mal auf unsere Bedürfnisse. Kleidung geht jetzt auch langsam runter. Jawohl. So. Gut, wunderbar. Ja, wie gesagt, wir haben in diesem Part viel gebaut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann werden wir mal gucken, wenn die neuen Gefangenen da sind, wie viele sich denn bereit erklären, diese Sicherheitsunterweisung zu machen. Und später dann Tischler und so, wa? Gut, ich hau erstmal rein und mache einen kleinen Break. Und wie gesagt, im nächsten Part sehen wir uns dann wieder. Von daher, bis denn.